Ja, Hera, grüße dich. Minsk und ich werden eure Gruppe beitreten und euch eure übrigen Fertigkeiten erläutern. Minsk und Bo! Ihr habt Bo vergessen! Wo ist denn Bo? Ja, Minsk, ich habe Bo vergessen. Also gut, Minsk, Bo und ich werden eurer Gruppe beitreten und euch eure übrigen Fähigkeiten erläutern. Bo kann Abenteurern viele Hinweise geben. Er ist ein äußerst weiser Hamster. Okay. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, dass sich unten rechts auf dem Bildschirm eine Schaltfläche für besondere Fähigkeiten befindet. Wenn ihr auf diese Schaltfläche klickt, könnt ihr auf die besonderen Fähigkeiten des angewählten Charakters zugreifen. Okay. Verschiedene Charakterklassen haben verschiedene Fähigkeiten. Druiden können ihre Gestalt wandeln. Waldläufer können Tiere bezaubern. Und Paladine können Hände auflegen und Krankheiten heilen. Okay, Druiden Gestalt wandeln, Waldläufer Tiere bezaubern, Paladine heilen. Barden haben ebenfalls eine Fähigkeit, aber ihr müsst nicht die Schaltfläche besondere Fähigkeit aufrufen, um sie zu benutzen. Wie war denn das nochmal? Das war ja vorher schon mal. Habe ich schon wieder vergessen. Okay, wenn ihr euren Barden ausgewählt habt, erscheint am unteren Bildschirmrand in der Mitte ein Harfensymbol. Mit diesem Symbol könnt ihr das Bardenlied aktivieren. Barden können ihre Mitstreiter im Kampf durch den Einsatz des Bardenliedes inspirieren. Während des Singens können sie sich bewegen, aber durch jede andere Aktion wird das Lied beendet. Mhm. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit, um unsere Fähigkeiten auszuprobieren? Machen wir. Ist sie dann eine Bardin? Können wir das irgendwo... Ja, nee, sie ist ein Druide. Okay. Und was ist er hier? Er ist ein Waldläufer. Ja, dann haben wir doch gar keinen Barden, oder? Dieb? Priester des Tempus, Zauberer, wir sind Taumaturg. Hm. Naja, also einen Baden haben wir offensichtlich gar nicht. Dann, was hat denn er hier, der Minsk, für Sonderfähigkeit? Also hier ist der Hamster, hier ist Bo. Das war gute Arbeit bisher. Aber es gibt noch mehr zu lernen. Ja. Ihr werdet bemerken, dass im unteren Teil des Bildschirms Formationstasten erscheinen, sobald ihr eine Gruppe von Charakteren ausgewählt habt. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, also das konnten wir jetzt leider nicht ausprobieren, aber das machen wir mal irgendwann anders. So, wählt eine der Formationen aus und wann immer eure Gruppe als Ganzes bewegt, werden sie in dieser Formation unterwegs sein. Wenn ihr mit der rechten Maustaste auf einen der Gruppenformationsknöpfe klickt, gelangt ihr zu weiteren Formationsmustern. Ich werde euch etwas Zeit geben, damit ihr die Formationen ausprobieren könnt. Anschließend werden wir uns eurer abschließenden Prüfung zuwenden. Ja, bitte gib uns auch mal ein bisschen Zeit und nicht ständig unterbrechen. So, hier haben wir erstmal die Möglichkeit tobend und Tiere bezaubern. Tiere bezaubern, ein einzelnes Tier, auf das es gewirkt wird. Das Tier kann die Wirkung durch einen Rettungswurf gegen Zauber abwenden. Wenn dem Ziel ein Rettungswurf gegen Zauber misslingt, zieht es in dem Anwender... Genug der Nein! Aktion. Nein! Zeit für die Prüfung. Lass mich doch mal 5 Sekunden hier. Eieieiei. Okay, warte mal, wie gehen wir denn da wieder raus? Jetzt sind wir. Okay. Na gut. Ich werde euch nun den Zugang zum Keller ermöglichen. Dort wird eure Abschlussprüfung stattfinden. Ich würde gerne das schließen, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir eigentlich da schauen wollten, aber ist egal. Wir machen das jetzt einfach. So, Abschlussprüfung. Okay. Im Keller befindet sich ein wertvoller Stern-Saphir. Ihr werdet diesen aus der Schatzkammer holen. Die Schatzkammer ist verschlossen und vor Diebesfähigkeiten geschützt. Weswegen ihr zuerst einen Schlüssel finden müsst. Um erfolgreich zu sein, müsst ihr alle eure Fähigkeiten anwenden. Also wir brauchen einen Schlüssel. Wenn ihr die Stufen hinabsteigt, wird das Spiel einen Autosave durchführen. Dies geschieht jedes Mal, wenn ihr von einem Hauptgebiet in das nächste wechselt. So ist es euch möglich, jederzeit das Spiel von dem Punkt aus erneut zu beginnen, an dem ihr zuletzt in eine neue Gegend gereist seid. Also gut, die Tür zum Keller ist offen. Denkt daran, wenn ihr im Keller sterben solltet, könnt ihr das Spiel mit dem Autosave neu laden. Ich hoffe mal, wir sterben nicht. So, neuer Tagebucheintrag. Schauen wir uns den doch gleich mal an. Tutorial. Pass mal auf. Aufgaben. Hier. Beschafft den Stern-Saphir für Bell. Sobald ihr ihn habt, kehrt zu Bell zurück und schließt das Tutorial ab. So, können wir jetzt bitte endlich mal hier ein bisschen gucken. Also, das hier war Tiere bezaubern. Vertrauenswürdig. Okay, das Tier sieht uns als Freund. Und das hier ist tobend. Minsk verfällt für 2 Phasen in Berserkerwut. In diesem Zustand erhält er einen Bonus von +2 auf Stärke und Geschicklichkeit und wird immun gegen Bezauberung, Verwirrung, Schwachsinn, Festhalten, Stufenentzug, Irrgarten, Betäubung und Schlaf. Außerdem erhält er vorübergehend zusätzlich 15 Schadenspunkte, die am Ende des Kampfrausches wieder abgezogen werden, wodurch er möglicherweise bewusstlos wird.
Aha. Sehr schön. Das haben wir. Nein, nein, halt. Also, wie kommen wir denn da wieder raus? Okay, warte mal. Ich wollte mit der rechten Maustaste eigentlich da wieder raus. Ah, okay. So, was hat er denn hier noch? Hier kann er noch angreifen, Gespräch und das ist ja eine Faust. So, was hat denn diese Dame? Die hat gar keine Sonderfertigkeiten. Jaheira, die Druidin. Aber gerade von ihr hätte ich das eigentlich erwartet, dass sie Sonderfertigkeiten hat. Aber sie hat Zauber. Sie hat die Möglichkeit... Ah, jetzt weiß ich, was diese 1 heißt. Das heißt, so oft können wir den Zauber noch anwenden, bevor wir rasten müssen und ihn wieder auffrischen. Ne? Leichte Wunden heilen hat sie. Segen. Segen, Beschwörung. 4,5 Meter Radius. Wenn der Anwender einen Segen ausspricht, erhöht er die Moral der betroffenen Wesen um plus 1. Außerdem erhalten sie einen Bonus von plus 1 auf ihre Treffer und Schadenswürfe. Der Anwender bestimmt, auf welche Entfernung der Zauber wirken soll. Sobald der Zauber vollständig ausgesprochen ist, wirkt er auf alle feindlichen Wesen innerhalb des Wirkungsbereichs. Alle Wesen, die den Wirkungsbereich des Zauberers verlassen, unterliegen immer noch seiner Wirkung. Wesen, die den Wirkungsbereich beitreten, werden nicht nachträglich beeinflusst. Okay. Und hier haben wir noch Verstrickung. Pflanzen schlingen sich um alle Wesen, die im Wirkungsbereich sich im Wirkungsbereich aufhalten. Dabei versuchen Gräser und Büsche, ja selbst Bäume, die Wesen zu umschlingen und festzuhalten. Einmal pro Runde erhalten Wesen einen Rettungswurf plus 3 gegen Zauber, um den Auswirkungen zu entgehen. Ein Wesen, das von Pflanzen umschlungen ist, kann sich nicht bewegen und erleidet einen Malus von plus 2 auf seine Rüstungsklasse, kann aber immer noch angreifen. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich auch gegen Freunde. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man da nicht so nah dabei steht. Gut, wo ist denn jetzt die Tür zum Keller eigentlich? Ist das da hinten? Ich meine, Keller, es ist doch eine Treppe, die nach oben geht. Das scheint mir jetzt nicht der Keller zu sein. Hm? Okay, hier haben wir die Formation. Schnellformation. Ha. So als Kreis und hier so hintereinander. Das ist ja witzig. Jetzt haben wir irgendwie beides hier aktiviert. Ah, ne. Hier können wir die Formationen reinsetzen. Verstehe. Okay. Also, wir nehmen dann mal diese Formation hier. Jetzt haben wir den hier zweimal drin. Warum haben wir denn den zweimal jetzt drin? Das ist ja ein bisschen blöd. Ach, das Silberne ist wahrscheinlich unser Hauptcharakter. Hauptcharakter hinten, Hauptcharakter vorne. Alle um den Hauptcharakter außen rum. Ha. Jetzt haben wir das T zweimal. So, also, wir wollen hier so pfeilartig gehen. Dem Hauptcharakter vorne. Und jetzt suchen wir, ich glaube, wir gehen mal einfach die Treppe hier hoch. Ihr könnt an dieser Stelle des Tutors die Treppe nicht benutzen. Also die Treppe ist offensichtlich nicht der Eingang zum Keller. Dann suchen wir den mal. Da hinten, oder? Ja, da hinten, das ist der Eingang zum Keller. Sah ich nicht, dass da eine Treppe nach unten geht, aber jetzt... Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Nein, müssen wir nicht. So. Okay, also hier haben wir schon mal irgendwelche Gegner, nämlich Kobolde. Die sind unverletzt. Okay, die sind unverletzt. Kobolde bedeutet, dass unsere Branwen sie nicht bannen kann. Was machen wir denn da jetzt am besten? Imoen ist ja unsere Diebin, ne? Was hat die denn dabei? Die hat ein Kurzschwert dabei. Die kann doch mal den da angreifen. Dann, Jaheira hat einen Stab. Sie kann ja zaubern. Pass mal auf. Das wären die Schlangen. Ein Segen auf uns. Ja, das hört sich doch gar nicht schlecht an. Ein Segen auf uns alle. Sollen wir das mal machen? Und hier können wir die Verletzungen heilen. Ein Segen auf uns. Oder geht das nur auf eine Person? Moment, das müssen wir uns nochmal anschauen. Segen. Bereich, 4,5 Radius. Nee. Das ist ein kompletter Regen. Dauert aber 9 Runden wahrscheinlich. Geht das auch auf die Gegner? Tja, keine Ahnung. Wesen, die den Wirkungsbereich betreten, werden nicht nachträglich beeinflusst. Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es doch einfach mal aus. Dafür ist das Tutorial ja da. So, hier bitte mal diesen Segen hin. Dann er hier. Was kann denn dieser Bow eigentlich machen? Bow ist pelzig. Kann nur verwendet werden von Minsk. Miniatur-Riesen-Weltraumhamster.
auch sehr fantasymäßig. Seid ihr euch ziemlich sicher, dass es sich dabei nur um einen stinknormalen Zwerghamster handelt? Okay. Genau, der kann ja Tiere verzaubern oder der kann tobend werden. Auf die Hörner für einen guten Zweck. Ah, okay. Was ist das? Schnelles Einsammeln. Ah, wahrscheinlich, wenn was auf dem Boden liegt. Ich will eigentlich nur zurück. Okay, das ist auf Escape. Dann haben wir hier Schleichen und hier die Möglichkeit Bewachen. Aha. Faust, der. Ich denke mir mal, er soll einfach mal den zweiten Kobold hier in der Mitte angreifen. Ein Schild von Tempus. Dann, du kannst ja auch zaubern. Was hast du denn noch für eine Möglichkeit? Wunden zaubern, Schutz vor Bösen, Heiligtum bringt uns jetzt wahrscheinlich nichts. Verderben. Das Rote müssten wahrscheinlich die Zauber sein, die jetzt was helfen. Personen festhalten und Glyphe der Abwehr. Was ist denn Glyphe der Abwehr? Ein Bannzauber. Mächtiges magisches Schutzzeichen. Feindliche oder unautorisierte Wesen daran hindert, einen Raum zu betreten. Okay. Personen festhalten. Zauber hält mehrere Menschen, Halbmenschen oder humanoide Wesen, die Menschen groß oder kleiner sind, für eine gewisse Zeit an einer Stelle fest. Ha. Hört sich doch gar nicht so schlecht an, dass die hier bleiben. Aber, naja. Und das Gesang hier, Beschwörung. Ah, jetzt weiß ich, warum die hier so abgesetzt sind. Das ist Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Mit Hilfe des Gesangs stärkt der Anwender die eigene Gruppe. Ah, okay. Ich glaube, sie sollte dann, wenn sie zaubert, sollte sie Wunden heilen. Sie kann doch vielleicht mal den dritten Kobold hier angreifen. Wir sind alle verdammt. Dann unser Magier. Was hat er denn für eine Möglichkeit? Brennende Hände war doch ein... Oh, nee, Moment. Ich wollte erst nochmal schauen, was das macht. Genau, ein 120 Grad abgedecktes, 1,5 Meter weit reichendes, aber immer nur ein Wesen. Das machen wir doch mal. Brennende Hände auf diesen rechten Goblin da. So. You look troubled. Und dann unsere Krea, die ständig Englisch spricht, komischerweise. Die kann ja auch zaubern. Die hat die Möglichkeit, ein magisches Geschoss zu verschicken. Das bringt ja auch einfach Schaden, ne? Genau, das machen wir mal auf den linken Goblin. Ja. So. Und dann lassen wir mal laufen. Mal schauen, was passiert. So, wir haben eine automatische Pause. Die kommen hier aber ganz schön aggressiv auf uns zu. Runden Ende. Immer die Augen aufbau, immer auf die Augen. Arg. Okay. Attackiert Kobolde. Na, wie schaut's denn jetzt mit dieser... Wie lautet Ihr Befehl? Ich glaube, sie macht diese... sehen wir das irgendwo? Was das hier ist, was sie da gerade macht? Ah, auch hier Doppelklick. Ja, sie macht irgendeinen Zauber, um uns zu buffen, ne? Um uns zu unterstützen. Aber das sehe ich jetzt gar nicht. Im Nachhinein, was das für ein Zauber ist. Ne? Also muss ich, glaube ich, einfach dieses Symbol hier merken. Wir können hier nochmal kurz reingehen. Nee, das ist ja nicht mehr da, weil das hat sie jetzt verbraucht. Okay. Für die Gruppe. Nein, jetzt ist es weg. Ah, man darf hier nicht Rechtsklick machen, um da rauszukommen aus diesem Menü. Ja, jetzt ist der Zauber irgendwie verbraucht, glaube ich. Hier unten könnten sich Fallen befinden. Nee, da ist er noch. Ihr solltet meine Fähigkeiten anwenden, um sie gegebenenfalls zu entdecken. Ja. Es ist einen Moment dauert, bis die Fallen für mich sichtbar werden. Okay, ich mache mal ganz kurz die Soundeffekte ein bisschen leiser. So, noch alles hier mal ein bisschen leiser. Okay. So, also, Branwen, nee, wie hieß sie denn? Imoen, unsere Zwillingsschwester, hat vorgeschlagen, wir sollen die Fallen erstmal finden. Das finde ich eine gute Idee. Ja, soll sie mal machen, Fallen finden. Den ersten Goblin haben wir schon mal getötet. Ich verstehe nicht, warum Krea immer Englisch spricht. Sie hat jetzt noch die Möglichkeit, selber sich selbst ein Schild zu geben. Wo ist sie denn überhaupt? Hier. Ja, gib dir doch mal ein Schild. Ist doch gar nicht so schlecht. Okay. Und wer hat denn sonst keine Aufgabe? Sie hat keine Aufgabe. Was hat sie denn gemacht gehabt? Hat sie einen Zauber gewirkt? Hat sie, ich glaube, sie hat hier, ne? Sie hat hier diesen Schutzzauber gewirkt auf uns. Dann greift doch mal hier diesen Kobold an. Der ist noch unverletzt. Und er greift ihn auch an. Dann soll sie den Kobold angreifen. So. Dann haben alle, glaube ich, Befehle. Ja. Also, 14 Feuerschaden von Xan. Wunderbar. Das Leben ist so sinnlos. Da müsste er wahrscheinlich auch tot sein. Da können wir auf den Kobold vielleicht einfach mal draufhauen. Das
pausiert relativ häufig. 7 Erfahrungen haben wir bekommen. Okay. Und Imoin hat aufgehört, nach Fallen und Illusionen zu suchen. Haben wir denn eine Falle und Illusion inzwischen gefunden? Finde nicht. Also ich sehe hier zumindest keine. Für die Gruppe. Weiter, wie sinnlos es auch sein mag. So. Hm? Ja, ich glaube, unser Streben ist haben vergeblich. Im Moment keine andere Aufgabe. You look sie, hat, sie zaubert gerade auf sich selber, Hello? Okay. Aber sie macht nichts, das heißt, sie kann den Kobold angreifen. Und sie auch. Obwohl, sie soll vielleicht... Nee, warte mal, ist sie nicht die Diebin? Nee, sie ist die Diebin. Such doch mal, geh mal hier hin und such dort mal nach Fallen. So, und du greifst den Kobold an. Okay. Gut, dann such mal nach Fallen. Wenn du, ah, da kommt noch mal einer. Okay, da kommt noch mal einer. Pass auf, was macht denn die da unten? Die macht, die kann doch da mal angreifen, da oben. Und unser Magier, ja, der ist gerade hier am Kämpfen. Okay. Sehen wir hier irgendwo eigentlich, wie viele Punkte die haben? Hier besteht 6 von 6 Lebenspunkte. Oder, nee, das sehen wir hier oben an der Leiste wahrscheinlich, ne? Wie viele Lebenspunkte die noch haben, okay. Er wurde verletzt. Doch, das sehen wir hier. 18 von 24. Okay, unser Magier wurde vom Kobold verletzt. Ein Schild von Tempus. So, sie... Ja, hm. Das ist sie hier unten. Die macht im Moment nichts. Ich möchte irgendjemanden angreifen. Greif doch mal ihn hier an. Hast du einen Zauber, den du nehmen kannst? Verstrickung. Naja, nicht für so die möglich. Gruppe. Nee. I listen. Nein, das wollte ich auch nicht. Sondern ich wollte, dass du hier hochgehst und ihn angreifst. So. Jetzt haben alle ihre Befehle. Jawohl. So, dann du kannst hier nochmal nach Fallen suchen, ganz schnell. Ah, das ist vielleicht gar nicht so schlau. Ah, der andere Kobold ist auch tot. Wunderbar. Unser Streben ist vergeblich. Dann zauber doch noch mal was. Was haben wir denn hier die Möglichkeit? Person verzaubern, sprühende Farben, Melfs Säurepfeil, Schreckenszauber. Na, ich glaube, den einen Kobold da, den einzelnen, den können wir auch so hinbekommen. Ja. Ah, was hat sie denn jetzt eigentlich gezaubert? Weiß ich gar nicht. Hat sie was gezaubert? Geh du mal hier aus der Bahn und du greifst mal hier an. Wie lautet Ihr Befehl? Was sind das eigentlich hier unten? Es auch nur zu versuchen, ist kaum die Mühe wert. Ach, das ist unsere, ah genau, sie hat den Schutzzauber auf sich gezaubert. Okay, gut. Dann kannst du auch mal hier angreifen. Geht das nicht? Geht offensichtlich nicht, na gut. Der ist tot. Ah, da können wir Sachen mitnehmen. Da ist eine Waffe, die wir aufheben können. Hier auch. Die Frage ist, ob wir das machen sollen. Das können wir ja nach dem Kampf immer noch machen. So, unsere Diebin. Ja, genau, die sucht ja nach Fallen. Die hat da hinten noch einen Gegner entdeckt. Hm, okay. Wir sind hier geschützt. Das sehen wir da auch. Das ist gut. Vielleicht sollten dann... Ihr werdet sollte doch nicht er vielleicht da worin liegt der Sinn? Hallo? Und sie... Oh. Beim heiligen Schwert Markus. Oh, okay, da haben wir eine auf die Lappe bekommen. Verdammt. Da sind nochmal 2 Gegner. Sehr schön. Das Leben der ist hier ist ganz so vorne. Sinnlos. Dann mach doch du mal einen Säurepfeil. Ich glaube, das... Warte mal, oder war der Säurepfeil auf mehrere? Nee, auf ein Wesen. Genau, dann mach mal den Säurepfeil auf den, der hier als nächstes kommt. Hm? Und ihr... Hm? Ja... Greif ihn doch mal an. Was macht Beim sie? Beim Schild von Nichts. Tempus. So, Tempus will. Dahinter, ne? Genau, okay. Nee, du sollst auch dahinter gehen. So, hier wird gezaubert. Das Wie heißt, die beiden können Befehl? Auf ihn gehen. Oh, der wurde offensichtlich Unser auf den Säurepfeil zwar verletzt, aber noch nicht getötet. Okay, der Kobold ist tot. You look troubled. Dann geht man... Worry not. Nee, warte mal. Er geht auf den Kobold und die beiden gehen auf den Kobold. Ihm mir auf die Augen, Bo! Ihm mir auf die Augen! Ja, immer auf die Augenbau. Genau, so. Ein Kobold ist noch da. Den sollten wir auch erschlagen.
This may prove difficult. Los, hopp. So, perfekt. Okay. Dann liegt hier ganz viel Zeug. Was ist denn das hier? Sind das Körperteile von den Kobolden? Ich weiß es nicht. Sollten wir diese Waffen mitnehmen? Ich glaube schon. Wer sollte die da mal mitnehmen? Ich glaube hier unser Kämpfer. Hebt das mal auf. Ja, nimm das mal mit. Dann gehst du hier hin. Ich denke mal, die können wir verkaufen, oder? Die Waffen. Auch wenn wir sie selber nicht benutzen können. So. Er kann insgesamt 320 Pfund mitnehmen und jetzt im Moment hat er 50 Pfund. Das passt. Gut, dann, ja. Ich denke, wir werden diesen Dungeon oder diesen Keller hier noch weiter erkunden müssen. Ja, geht mal hier rein, da ist nichts, okay. Sie sollte nach Fallen schauen, das ist eh aktiviert, okay. Das denn gut. Ich verschwinde jetzt. Ja, ich wollte alle haben. Hm? I shall. Geht mal dahinter. Was? War da eine Falle? Spielpause beginnt. Hm, Falle zugeschnappt. Warum haben wir denn die Falle nicht gefunden? Was ist denn da los? Na gut, dann gehen wir mal hierher. Und dann sollte sie hier nach Fallen so. Und das macht sie doch auch. Komm. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, verschwinde nicht, sondern such mal lieber nach Fallen. Feindgesichtet da hinten, okay. Ja, also ich finde da irgendwie keine Fallen. Der Feind, dann sollte er vielleicht... Nee, ich wollte ihn auswählen. Unseren Kämpfer. Ist er überhaupt ein Kämpfer? Waldläufer. Ja, vielleicht kann er dann auch... Ja, zumindest eine Rüstung, beschlagenes Lederwams. Farbe ist blau. Er könnte dann... einen Pfeil und Bogen vielleicht benutzen. Das wäre ganz interessant. So. Spielpause beginnt. Eins auf die Hiorner für eine gute Komm, Zweck. Geh mal hier zum Gegner. Was ist das denn hier für ein Gegner? Ein Kreischling. Okay. So, wir troubled. Alle gehen Richtung Gegner. Okay, gehen wir ein bisschen näher hin. Unser Kämpfer ist schon verletzt, aber ich hoffe, wir können ja auch noch Heilzauber benutzen. Komme ich hier überhaupt durch die Tür alle durch? Okay, der Kreischling ist... Agreed. Hm. Jetzt sollten wir eher so hintereinander gehen im Dungeon. Was ist denn da drüben los? Da haben wir nochmal einen Feind gesichtet. Eine Spinne. Komm, greif sie an, die Geisterspinne. Ah, der Magier ist ganz vorne, das ist keine gute Idee. Worin liegt der Sinn? Ja, genau. Jetzt schlag da mal drauf. Komm. Na? So viele Pausen. Ich glaube, ich muss das nochmal neu einstellen mit diesen Pausen. So, die Spinne wurde schon verletzt. Die wird hier nicht irgendwo angezeigt, ne? Geisterspinne verletzt. Ne, wir sehen nur hier oben, was sie für Werte hat, offensichtlich. Na? Ja, so. Spinne ist erledigt. Aber ich verstehe noch nicht ganz, warum sie die Falle vorher nicht entdeckt hat. Da müsste eigentlich ein roter Rahmen hier drumherum sein. Ja, wir gehen mal hier durch. Geht mal hier rein, wo die Spinne gerade war. Da ist sonst nichts, ne? Dann gehen wir mal da hinten rein. Bis jetzt haben wir ja noch nichts gefunden. Ah, da ist nochmal was wir mitnehmen können. Hallo, warum hast du das denn mit nie mitgenommen? Eins auf die Priorner für einen guten Zweck. Hier ist nochmal eine Waffe. Mit dem Kreischling war, glaube ich, nichts. Wird uns das irgendwie gehighlightet, wenn da Sachen sind, die wir mitnehmen können? Ich befürchte nicht. What is needed? Worry not. So, dann mal hier in das Weinlager rein. Aha, hier ist die Schatzkammertür. Die ist aber zu, weil da brauchen wir den Schlüssel. Vielleicht hat der Kreischling den Schlüssel, aber den sehen wir jetzt nicht mehr, ne? Da war, glaube ich, gerade was. Schaut mal, da ist was, was wir nehmen können. Wir gehen mal dahin und holen uns das, was der Kreischling dabei hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Schlüssel ist. Bisschen blöd gemacht, dass wir das irgendwie nicht sehen können, ne? Da ist Geld. Ne, da ist nur Geld. Da ist auch noch Geld. Dann holen wir uns doch mal das Geld. Was hat der dabei? Hat der noch irgendwas dabei? Ah, schaut mal, da ist was. Da ist aber auch nur noch Geld. Ja, das ist schon blöd, dass das sich so überdeckt.
So, gibt es denn da irgendwo was, was wir noch benutzen können? Ich sehe da nämlich tatsächlich nichts. Hier ist was, hier ist ein Fass, das wir benutzen können. Kann uns das nicht irgendwo gehighlightet werden? Warte mal, wenn wir die Karte anschauen vielleicht. Ah, okay, wenn wir die Karte anschauen, läuft es trotzdem weiter. Ja, wenn wir die Karte anschauen, werden uns alle Wege gezeigt, die wir benutzen können, aber es wird uns nicht unbedingt gehighlightet, wo was ist. Ja, Weltkarte kennen wir ja schon. Na gut. Da ist der Schlüssel. Okay, wir haben den Schlüssel, Leute. Dann geht doch mal wieder hier hin, alle. Und macht die Tür hier auf mit dem Schlüssel. Sehr schön. Imoen sucht nach Fallen und Illusionen, aber wir haben offensichtlich keine gefunden. Dann Imoen, bitte. Denn ich verschwinde jetzt. Mach mal hier das Tor auf und hol dir den Sternsaphir. Und dann können wir hier irgendwie auch alle auswählen. Müssen wir mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gibt, alle auszuwählen. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hoch, weil jetzt haben wir unseren Sternsaphir ja gefunden. Passt also, und jetzt sollten wir doch eigentlich das Tutorial beenden. Worry not. Gute Arbeit. Euer Training ist nun abgeschlossen. Ihr seid nun bereit, euer Abenteuer zu beginnen und werdet zurück ins Hauptmenü geleitet. Viel Glück mit Baldur's Gate Enhanced Edition. Ja, Leute, dann werde ich jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Wir haben das Tutorial beendet. Ich weiß nicht, ob die Kämpfer, die jetzt hier mit uns dabei waren, die auch diejenigen sind, die dann im Hauptspiel mit uns kämpfen. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es so ist, dass wir, Krea, mit unserer Zwillingsschwester, wie heißt sie, Ivoa oder Ivana oder so, unterwegs sind und noch mit einigen anderen Charakteren, die wir vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen wollen. Das machen wir mal Stück für Stück, damit wir jetzt nicht eine Folge haben oder mehrere Folgen, wo wir die ganze Zeit nur lesen und alles irgendwie vorlesen, sondern ich versuche mal Stück für Stück dann die Charaktere vorzustellen und ihre Fähigkeiten vorzustellen und auch selber mir zu merken, das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben für mich, was die Charaktere können und wie wir diese Fähigkeiten einsetzen können. Wunderbar, also ich melde mich erstmal ab und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, also der ersten Folge der Hauptgeschichte von Baldur's Gate. Bis dann, Leute. Ciao.